Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch vierfach. So. Also warum bleibe ich jetzt hier nicht hängen? Das ist natürlich nicht so toll. Warum ich hier hängen bleibe? Nicht sagen. So. Ah, das ist ein bisschen uneben und da kämpft er schon drüber zu fahren. Na gut. Darf man nicht vergessen, wir haben da halt auch über 5. Oder was heißt über? Wir haben da 50 Tonnen hinten drauf. Stelle drehen. Ich weiß, macht man eigentlich auf der Straße. Damit komme ich auch nicht klar. Mit dieser Steuerung. So, klappt man den erstmal wieder zusammen. Schauen wir mal, jetzt besser verteilt wurde die Last. Na, ich glaube, es ist so, dass ich ein bisschen einfacher. Obwohl der ist vorne auch noch relativ leicht, so wie es aussieht. Naja. Egal. Wir haben dann jetzt bald den. Das Equipment dort, und wenn wir es halt von dort wieder wegbringen müssen, dann. Uiuiuiuiui. Dann brauchen wir definitiv einen stärkeren LKW. Gut, wir haben ja mit 750 PS, ne, der große Volvo. Also hier vorsichtig in der Kurve sein. Eigentlich der Tieflader, der dürfte sich ja theoretisch nicht so schnell, kippen. Ja, eben ausreizen will ich es halt nicht, ne? Das ist halt schon. Das, was wir jetzt hier mitbringen, ist schon ein Kaliber. Das muss man einfach mal so sagen. Dieser Bagger ist einfach ein Kaliber. Ja,
Er wird blockiert, das kann nur unser Erntemuffel sein. Nein, Spaß, das wird unser Ding sein. Wurde. Die mag der Bagger nicht. So, was haben wir hier? Zack. Aber ist halt nicht schnell, ne? Allererste schauen wir mal, wie lang der ist, auf 5 Meter Stücke. Dann können wir 6, 8, 9, 12. Too large. 15, 20 und max. Theoretisch bei max. Okay, der hält den. Der hält den fest. Okay. Der hält den fest. So, was sagt denn hier die Steuerung alles? Was kann ich machen? Ich kann einmal hier drehen, dann kann man hier hoch und runter fahren. Okay. Okay, okay, okay. Können hier so ein bisschen neigen. Und ihr könnt hier durch die Haspel komplett drehen. Wird sich jetzt hier wahrscheinlich nicht mehr einkriegen, ne? Von alleine. Jawohl. Jetzt wippt er sich, glaube ich, ein. Ganz, ganz langsam fahre ich hoch. Okay, mitten. Ah, okay. Jetzt verstanden. Der hält den so lang fest. Okay, kapiert. Jetzt habe ich es kapiert. So, hier kann man den Kopf drehen. Okay.
bisschen eine Gerade ist. Jetzt passt es wieder. Greifer öffnen. Ah, okay, der Greifer ist wahrscheinlich oben. Greifer öffnen klicke, dann macht er oben auf. Ich kann einfach hinlegen. Okay. Jetzt können wir hier einmal auf maximale Länge sägen lassen. Das heißt einmal durchrattern. So langsam aber sicher kapiere es. Umgehen müssen mit dem. Wie ich umgehen muss mit dem Kleinen hier. Gut. Schmeißt man einfach hin. So, wenn wir jetzt hingehen und sagen die Schnittlänge auf, jetzt kann ich nur auf 9 Meter, auf 8 Meter machen. Die Frage, ob er da eventuell mehrere Stücke zusammen machen kann. Zusammen. So. Na, lass mal den erstmal hier stehen. So, jetzt kann ich sehr gut sehen, dass die Fruchtzerstörung oder halt die Flugfelderstellung nicht eingeschaltet ist. So. Wir sind auch bald hier fertig. So. Genau. Jetzt wird das natürlich nur ausprobieren hier mit dem Greifer hier. Schnittlänge 5 Meter. Nee. 5 Meter ist mir zu kurz. Genau 8 Meter. Ne? Jetzt also anschalten. Den auch drehen. Jawohl. Wahrscheinlich ist es mit V greifen. Okay, er geht dann einfach auf die. Oder auch nicht.
Warum hat er jetzt die Schnittlänge nicht auf 8 Meter gemacht? Ah. Okay. Ah, jetzt verstehe ich's. Ich habe verstanden, ja. So. Fahren wir erstmal hier weg. Genau. Schwäche ist 1,6. 900. Ah, bin ich das ein Stück zu weit weg, ne? Maximal 3 Tonnen erlaubt, okay. Okay, es ist schon mal cool, dass es so weit funktioniert. Jetzt einmal wusch. Jetzt mit dem Seilkran drüber ins Sägewerk. Sehr schön. So. Aber gut, meine Freunde, das wär's gewesen mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Einmal noch niesen müssen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.